Also, die ersten beiden Teile, Halloween 1 und 2, das ist ja eigentlich praktisch ein Film, das geht ja eins in eins über. Die sind geiler als geil. Ich liebe die ersten beiden Teile. Ich mag die Nachfolger auch, davon abgesehen. Aber die ersten beiden Teile sind einfach der Hammer. Und die haben sie ja, ja, neu aufgelegt. Von Rob Zombie hat das gemacht, naja. Der erste Teil, ich sag mal so, man kann ihn sich angucken, aber er ist einfach unnötig. Er ist, hätte nicht nötig getan. Das Original ist um Längen besser. Um Längen. Und der zweite Teil, der zweite Teil wurde auch nochmal geremaked, gecovert. Der ist richtig grottig schlecht. Vor allem Dr. Loomis in den Neuverfilmungen ist so schlecht. Also der Schauspieler ist einfach nur miserabel, finde ich. Ich weiß nicht, ich mag ihn überhaupt nicht. Der alte, das war ja Donald Pleasance, der das gemact hat. Der weilt ja leider nicht mehr unter uns. Super Schauspieler. Der hat den Dr. Loomis so super dargestellt und der hat den so eine, der hat die Figur so mit Leben gefüllt. Das ist einfach nur geil gewesen. Aber die Remakes von Halloween sind einfach nur, boah, schlimm. Anders sehe ich es dann jetzt zum Beispiel bei Freitag der 13. Ist ja so gesehen eigentlich ein Abklatsch von Halloween, damals schon gewesen. Also, ja. Viele sind auf Michael Myers aus Halloween abgefahren, andere auf Jason aus Freitag der 13. Ist im Prinzip eigentlich ähnlich. Wobei bei Freitag der 13. das ja eigentlich erst im zweiten Teil so aufkam, dass Jason so eine Killerfigur wurde wie Michael Myers in Halloween. Weil eigentlich im allerersten Freitag der 13. Film, das wissen vielleicht einige auch nicht, da war ja Jason gar nicht der Killer, sondern seine Mutter. Ja, da kam ja eigentlich erst in Teil 2 aktiv dazu, der Jason. Also Freitag der 13. habe ich auch alle Filme, 11 Stück. Also wenn man Freddy vs. Jason dazu zählt. Und dann gab es halt noch ein Remake, das auch einfach nur Freitag der 13. heißt. Das Remake ist ziemlich gelungen. Das passt zu den alten Filmen. Ich sehe den ehrlich gesagt nicht wirklich als Remake, weil, der ist genau wie alle anderen Freitag der 13. Filme. Einfach eine Fortsetzung mit dem gleichen Gemetzel. Also eigentlich ist das ein ganz normaler Freitag der 13. Film, den ich nicht wirklich als Remake ansehe, aber er ist halt einer. Ja, oder eins, so. Aber egal. Also allgemein bin ich kein großer Freund von Remakes. Es gibt noch so ein Beispiel hier, zum Beispiel Evil Dead, Tanz der Teufel. Haben sie ja auch ein Remake von gemacht. Der Film an sich ist gut, aber der kann nicht mit den alten mithalten. Boah, also die alten mit Bruce Campbell sind legendär, haben eine richtig geile Atmosphäre. Und die neuen, ja, sind von den Effekten her ähnlich gehalten. Oh Gott, war das knapp. Und, aber ich finde, dass die einfach mehr, ein bisschen mehr, ja, weiß ich nicht, ein bisschen mehr Stil hatten, die alten. Boah, was mache ich hier für einen Scheiß? Was mache ich hier für einen Scheiß? Das ist wichtig gewesen, ganz, ganz wichtig. So, jetzt konzentrieren wir uns mal ein bisschen hier drauf wieder. Das sieht gut aus. Ah, der wirft einen Schatten, den brauche ich eigentlich nicht. Ach, über alle? Ja, dann warten wir mal einen Moment. So kann ich nicht weiterarbeiten. Kann ich mal einen Schluck trinken. Ich glaube, so wie ich eine neue Kugel drauf werfe, wirft der Schatten neu. Das wollen wir aber nicht. Oder? Doch nicht. War ich fast von überzeugt. Bibidip. Schöne Musik. Ist auch Musik, die ihr öfter mal in meinen Streams wahrscheinlich hört. Swing-Musik ist einfach geil. Das war auch nicht schlecht. Jetzt bräuchte ich noch einen gelben. Den zum Beispiel. Ach. Fuckel, Fackel, Fickel. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Den grünen bräuchte ich, aber dann mache ich das dicht. Das ist auch doof. Dann machen wir das mal so.
Jetzt kommt wieder mal ein Song. Nee, gar nicht wahr. Habe ich mich vertan oder kam es tatsächlich eine andere Reihenfolge? I'm not sure. Ich bin nicht geschoren. Es läuft, ne? Es läuft. Ich guck mal kurz auf meinen Zettel. Was ist dein Lieblingsessen? Oh, da habe ich schon so oft was zu gesagt. Also ich bin ja ein riesiger Fastfood-Freund. Und ja, ich liebe Currywurst. Ich liebe Hamburger. Ich liebe McDonald's. McDonald's ist, oh, geil. Könnte ich mich reinlegen. Ich mag auch sehr gerne so Sachen wie zum Beispiel Kartoffelsalat mit Würstchen. Da kann ich mich in Kartoffelsalat reinlegen. Oder Nudelsalat. Ey, Nudelsalat ist, glaube ich, noch ein Tacken geiler als Kartoffelsalat. Also wenn er geil gemacht ist, ne? Wenn er super zubereitet ist. Und dann immer schön Schnitzel dazu oder Frikadellen. Das ist das Geilste. Da würde ich das würde ich jedem anderen Essen vorziehen. Einfach nur eine Schüssel Kartoffelsalat oder Nudelsalat mit irgendwie kalten Schnitzel dabei, ein bisschen Ketchup und oh, Hammer. Sowas liebe ich. Also ich esse auch mal normale Sachen. Das ist schon. Aber wenn man mich fragen würde, was mein Lieblingsessen ist, auf jeden Fall Fast Food. Ich esse auch gerne mal hier so ein, ja, Portion Pommes oder. Gut, Döner bin ich ehrlich gesagt nicht so der Freund von, aber ich esse mal mit. Also wenn mir einer ausgegeben wird, esse ich ihn. Pizza auf jeden Fall. Oh, Pizza. Ich liebe Pizza. Das, ja, sind alles so Sachen, die liebe ich. Oh Gott, das war schlecht. Und die Sachen möchte ich nicht missen. Oh, jetzt noch ein Stern, ne? Wäre der Hammer. Na gut, jetzt ist es gerade eh egal. Das mal. Oh. Ich kriege immer Angst. Ich kriege immer Angst, wenn dieser blöde, wenn das Herz durch die Gegend fliegt. Ich muss es tun. Das ist mir sonst zu gefährlich hier. So. Jetzt haben wir wieder meinen Song. Ja, mach ruhig so. Und den dazu, wenn es geht. Ja. Sehr schön. Mhm. Ja, ich lese deine Frage vor, keine Sorge. Braucht nicht abschalten. Ah, komm, wir nehmen den. Ist egal. Lila hätte ich jetzt ganz gerne. Den hier. Da, sehr schön. Grün und den grauen. Passt doch. Und der da. Ja. Es war irgendwie klar, dass das passiert. Und noch ein Stern. Holen wir uns den Joker? Komm. Ja. Sieht gut aus. Das geht auch klar. Ja. Gut, eine Frage kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Hast du eine Lieblingskrimiserie? Oh ja. Meine Lieblingskrimiserie ist und wird immer bleiben Columbo. Inspektor Columbo ist, finde ich, der geilste Detektiv, den die Welt je gesehen hat, weil er einfach so eine geniale Art hat. Er tut halt immer auf tollpatschig ohne Ende, um den Täter zu verwirren und in Sicherheit zu wiegen. Und er weiß eigentlich schon immer ganz genau, wer der Killer ist und überführt den auf so geniale Weise. Das ist einfach nur geil. Columbo ist der beste Detektiv überhaupt. Detektiv. Polizeibeamter. Und da kommt kein anderer dran. Da kann mir jeder sagen, was er will. Ich finde Columbo einfach nur einmalig, wollte ich sagen. Tut mir leid, dass ich die Sterne killen musste, aber es wäre sonst mein Tod gewesen. Das sieht nicht gut aus. Ich hab grad ne...
Oh Gott, ich habe eine Idee, wollte ich sagen. Scheiße. Ich konnte nichts dafür, verdammt. Ah. Ja, wir sind eigentlich fast am... Ich fange trotzdem schon mal ein neues Kapitel an, hier, wollte ich sagen. Ah, egal. Sonst machen wir halt mittendrin eine kleine Pause. Ist ja nicht so schlimm. Ach, ist das ärgerlich, verdammt. Das hätte besser laufen können. Aber das ist halt so, wenn man hier nebenbei sich konzentrieren will, dann ist das... Quatsch, wenn man nebenbei noch was erzählen will, ist das alles nicht so einfach. Ich werde übrigens auch gleich meine Kleinigkeit essen. Das ganze Gelaber eben über Fastfood hat mich total hungrig gemacht. Aber da kann ich noch mal eben kurz was zu sagen. Wenn es nicht Fastfood ist, dann esse ich zum Beispiel sehr gerne Grünkohl. Schön mit Kohlwurst dabei. Oder Kassler, ne? Bratkartoffeln sind ganz wichtig. Also bei Grünkohl sind Bratkartoffeln bei mir ganz wichtig. Dann Hühnerfrikassee esse ich sehr gerne. Und Hühnersuppe auch dabei dann. Ne? Das gehört schon zusammen für mich. Hühnersuppe und Frikassee ist so immer ein Abwasch für mich. Und was esse ich noch gerne? Ja, Nudelauflauf. Obwohl das schon wieder mehr so ja, das geht in Richtung Fastfood, sag ich mal. Aber ja, nicht unbedingt. Also Nudelauflauf ist schon eine Sache. Schöne Sache. So Bratenfreund bin ich nicht unbedingt, also so Schweinebraten, Putenbraten esse ich mit, klar. Aber ja, ist jetzt nichts Spektakuläres in meinen Augen. Ente esse ich allerdings sehr gerne. So ein Entenbraten mit Rotkohl ist richtig geil. Ich mag den Geschmack von Ente, der ist super. Auch Kaninchen. Kaninchen ist auch sehr lecker. Ist meines Erachtens so das beste Fleisch überhaupt. Kommt noch ein Ticken vor Hühnchen. Hühnchen ist auch cool. Aber Kaninchen ist noch im ist noch ein bisschen besser. So. Das hat sich gelohnt, ja. Ich könnte stundenlang über Essen reden. Ja, das sieht man, ne? Ja. Nee, gut. Ja. Ich bin eigentlich mit meinem Gewicht, ich will nicht sagen zufrieden, aber... Es könnte schlimmer sein, sagen wir mal so. Ich fahre ja schon immer regelmäßig Fahrrad. Und versuche ein bisschen... Ja, ein bisschen Sport zu treiben halt. Aber, ja. Was soll ich sagen? Es bringt halt nicht wirklich viel, weil ich halt auch gerne... ungesund esse. Ich esse nicht unbedingt viel. Es ist nicht so, dass ich wie ein Scheunendresser mir alles... Wie ein Scheunendrescher mir alles reinschlinge. Das nicht. Aber ich esse halt sehr ungesund. Und das kommt halt dazu. Dann, jo. Aber ich sehe das so. Andere saufen sich jeden Abend oder jedes Wochenende die Birne zu und geben ihr ganzes Geld für Alkohol aus. Da finde ich es dann schon angemessener, sich was Schönes, Leckeres zu gönnen beim Imbiss. Also ich will nicht sagen, dass es vielleicht gesünder ist. Das glaube ich eigentlich auch nicht unbedingt auf Dauer. Aber ich finde es immer noch, ja, die schönere Art, Geld auszugeben, als alles so zu versaufen. Kann man das irgendwie nachvollziehen? Ich weiß es nicht. Ohne Mine! Das ist sehr geil. Wir haben einen Müllschlucker. Die bleibt nämlich da unten. Und immer wenn wir was nicht gebrauchen können, schmeißen wir das da drauf. Es sei denn, wir haben Pech und sie wird aus dem Bildschirm geschleudert. Oder, ja, eine Bombe explodiert sie, das kann auch sein. Aber das hoffen wir mal nicht. Und wir hoffen, dass die Mine uns lange erhalten bleibt. Das wäre sehr schön. Dann könnte es nämlich eventuell sein, dass wir in dieser Runde wieder einen kleinen Rekord hinlegen. Aber ich will es noch nicht zu früh sagen. Aha. Ah, nachher passt das dann doch wieder irgendwie nicht. Aus irgendwelchen Gründen. Na, ah, nicht gut. Du kannst mal hinweg. Jetzt ist es passiert. Ich habe sie selbst rauskatapultiert aus Versehen und ich könnte mich dafür gerade töten. Was hat das denn? Okay. Ja, diese Gewichtsverhältnisse, ne? Wow. Das Mitrechnen, das ist nicht so meins. Zack. Okay. Läuft.
Okay. Ja, schnell da rein. Ja, das ist gut. Okay, so ist auch gut. Legen wir da mal einen hin. Nehmen wir ruhig mal gelb. Okay. Naja, ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Grün ist gut. Grün ist gut. Gelb, ja. Das sieht doch ganz gut aus. Oh, dann machen wir aus denen hier Bomben. Ups. Okay. Interessant. So, den auch noch weg. Okay. Ich schmeiß hier mit Bomben um mich. Das ist interessant. Leute, ich glaube, ich mache an dieser Stelle jetzt mal kurz einen Cut. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ich mache mal einen goldenen Stern. Ha, so. Und würde sagen, schaltet in der nächsten Folge wieder ein, wenn es wieder heißt Swing. Und dann kommen weitere Zuschauerfragen von euch an mich. Ja, bleibt mir treu. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.